Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Freiheit, einige wenige hier im Saal, aber ich denke, viele an den Bildschirmen zu Hause. Leider im Jahr 2022 das zweite Geisterspiel im Stuttgarter Staatstheater. Wir hoffen sehr, im Jahr 2023 dann endlich wieder vor vollen Rängen das liberale Jahr hier in Stuttgart an der Wiege des Liberalismus beginnen zu können. Herzlichen Dank, liebe Judith Skudelny, für das freundliche Entree. Ich bin nicht sicher, ob Winfried Kretschmann sich ärgert, dass er diese Koalition nicht eingegangen ist. Denn wie Michael Theurer schon geschildert hat, die CDU ist ein durchaus dankbarer Koalitionspartner. Dazu später mehr. Ja, wir waren trotz der Pandemie als Digitalisierungspartei FDP, die dazu in der Lage gewesen ist, eben auch Wahlkämpfe in Zeiten der Pandemie hybrid oder digital zu führen, 2021 erfolgreich. Mit einem zweistelligen Ergebnis bei der Landtagswahl hier in Baden-Württemberg und mit der größten Landtagsfraktion seit 1968. Und dann anschließend die Bundestagswahl mit dem Landesergebnis, das Michael Theurer geschildert hat, dass er und natürlich der Spitzenkandidat im Bund, Christian Lindner, für uns erreichen konnte im September 2021. Und der tosende Applaus, den es jetzt gibt an den Bildschirmen, gilt Michael Theurer und Christian Lindner. Wir haben in Baden-Württemberg dann über eine Koalition verhandelt, ja? Sondierungen, um die Frage zu klären, ob es auch in Baden-Württemberg eine Fortschrittskoalition, eine Ampel geben kann. Wir waren kompromissbereit in diesen Verhandlungen, aber wir waren nicht bereit zur Selbstverleugnung. Denn das war es letztlich, was Winfried Kretschmann von Koalitionspartnern erwartet, das grüne Programm zu 100% zu übernehmen und die eigenen Überzeugungen über Bord zu werfen. Dafür ist die FDP nicht zu haben. Wir sind bereit zur Verantwortung, aber das liberale Profil, das muss dann auch sichtbar werden in einem Koalitionsvertrag. Die CDU hat das alles über Bord geworfen. Nur zwei Beispiele. Im Jahr 2019 hat das Land Berlin ein Polizeigesetz erlassen, wonach, wenn jemand einen Polizisten verdächtigt, Grenzüberschreitungen sich zu Schulden kommen zu lassen, dann muss es eine Beweislastumkehr geben. Das heißt, der Polizist muss beweisen, dass er denjenigen, den er kontrolliert hat, nicht diskriminierte. Der Innenminister Strobel in Baden-Württemberg hat daraufhin erklärt, wenn es ein solches Polizeigesetz in Berlin gibt, dann schickt er ab sofort keine Polizeibeamten mehr dorthin, zur Amtshilfe aus Baden-Württemberg. Und im Jahr 2021 haben die Grünen von ihm verlangt, im Koalitionsvertrag ein eben solches Polizeigesetz zu unterschreiben. Und das hat er gemacht, um seine Dienstlimousine zu behalten. Und dasselbe gilt für das Thema Solarpflicht auf den Dächern. Das hat die CDU 5 Jahre lang in der grün-schwarzen Koalition verhindert, um dann anschließend im Koalitionsvertrag 2021 zu behaupten, dafür sei man schon immer. Und in der Tat, Michael Theurer hat Susanne Eisenmann zitiert, die nicht erfolgreiche Spitzenkandidatin, die dann gesagt hat, das Profil auf den Dienstwegen sei noch das einzige Profil, das die baden-württembergische CDU zu bieten habe. Und sie hätte einen solchen Koalitionsvertrag nie unterschrieben, in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung. Die Zukunftsprognose für ihre eigene Partei ist aber noch düsterer. Das ist mein Lieblingszitat in diesem Interview. Sie wurde nämlich gefragt, ob sie einen Hoffnungsträger der Landes-CDU sähe. Und diese Frage hat sie mit dem Satz beantwortet: Ich kenne nicht alle unsere Mitglieder. So ist die Lage der CDU. Und vor diesem Hintergrund regiert Winfried Kretschmann dieses Land weiter.
Vor 50 Jahren trat eine sozialliberale Koalition an unter dem Schlagwort mehr Demokratie wagen. Jetzt tritt eine Ampel an mit dem Schlagwort mehr Fortschritt wagen. Und wenn ich mir diese grün-schwarze Koalition anschaue, dann heißt das Motto wahrscheinlich frei nach Karl Kraus: Das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt. Zumindest gilt das für die Corona-Politik dieser Landesregierung. Man muss sich nur mal die Corona-Politik von Winfried Kretschmann im Jahr 2021 vor Augen führen. Das begann im Landtag von Baden-Württemberg mit der Aussage: Jetzt ist der Impfstoff da, die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist die Pandemie beendet. Irgendwann hat er festgestellt, so einfach ist es nicht, und dann erklärt, für diese Äußerung müsse er sich entschuldigen. Das nächste war dann die Terminvergabe beim Impfen. Absolutes Chaos. Da hat sein Gesundheitsminister Lucher sich dann anschließend dafür entschuldigt, weil er gesagt hat, das mit der Terminvergabe war nichts. Das nächste war der Osterlockdown. Eine brillante Nachtentscheidung im Kanzleramt der damaligen Bundeskanzlerin mit den damaligen Ministerpräsidenten. Jetzt machen wir einen Osterlockdown. Und anschließend hat man sich überlegt, was ein solcher Osterlockdown denn bedeutet. Und dann ist man kleinlaut vor die Parlamente gezogen, hat sich entschuldigt und erklärt, das nehmen wir zurück, das war nichts. Das vierte war, dass Winfried Kretschmann die Impfzentren geschlossen hat, mit der Begründung, jetzt habe man ja eine Impfquote von über 50%, eine vierte Corona-Welle sei nicht zu erwarten, jetzt könne man die Impfzentren schließen. Daraufhin hat er sich wieder entschuldigt und erklärt, war eine Fehleinschätzung. Und das fünfte und tollste war dann das Chaos um 2G+. Da wurde dann an einem Freitagnachmittag erklärt, wir machen jetzt 2G+ für die Gastronomie. Dann hat die Presse nachgefragt, ohne Ausnahmen für Geboosterte. Antwort, ja, ohne Ausnahmen für Geboosterte. 2 Stunden später meldet man sich regierungsseitig und erklärt, wir machen jetzt doch Ausnahmen für Geboosterte. Und am nächsten Tag gibt es dann auch noch Ausnahmen für diejenigen, die 6 Monate nach der zweiten Impfung sind. Das ist Corona-Politik à la Winfried Kretschmann. Auch dafür hat er sich dann im Landtag von Baden-Württemberg entschuldigt mit der Erklärung, naja, man hätte vielleicht vorher überlegen sollen, wie man es umsetzt, bevor man es beschließt. Dafür entschuldige er sich, aber jetzt habe er die rettende Idee, das sei die Impfpflicht. Und als dann ich im Landtag von Baden-Württemberg die Frage gestellt habe, wie denn die Impfpflicht umzusetzen sei, dann hat er erklärt, jetzt machen wir erstmal die Impfpflicht und überlegen uns das dann. Michael Theurer hat zum Thema Impfpflicht schon manches gesagt, was ich teile. In der Tat glaube ich, dass das, was die Ampel beschlossen hat im Infektionsschutzgesetz, deutlich schlagkräftiger ist als die sogenannte epidemische Lage der Großen Koalition. Derjenige, der sich nicht impfen lassen muss, sieht sich 3G im öffentlichen Personennahverkehr, sieht sich 3G am Arbeitsplatz ausgesetzt. Derjenige, der sich nicht impfen lassen will, kann am öffentlichen Leben nicht teilnehmen. 2G in der Gastronomie, bei Veranstaltungen etc. Und er kann möglicherweise auch seine Lieben nicht besuchen, die pflegebedürftig sind, weil dort gilt 2G+, einschließlich einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Es stellt sich die Frage, ob die vage Drohung einer Ordnungsstrafe die Leute erreicht, die all diese Einschränkungen in Kauf nehmen. Darüber mag man unterschiedlicher Auffassung sein. Ich jedenfalls glaube das nicht und erwarte von denjenigen, die einer allgemeinen Impfpflicht das Wort reden, dass sie zunächst mal sagen, wie sie sie umsetzen wollen und nicht, wie Winfried Kretschmann, erst mal etwas fordern und dann hinterher feststellen, es geht nicht, wie er das 5-mal in diesem Jahr
oder im vergangenen Jahr schon unter Beweis gestellt hat. Und bei der Frage nach der Verantwortung kommt Winfried Kretschmann immer mit dem, was ich das MPK-Märchen nenne. Das Märchen von der Ministerpräsidentenkonferenz. Da stellt er sich in den Landtag von Baden-Württemberg und sagt, dass ich vergangenen Freitag eine Verordnung gemacht habe, die nicht schlagkräftig ist. Daran ist die MPK schuld. Die tagte nämlich erst am Donnerstag. Am Samstag war wieder Fußball. Und ich musste befürchten, nicht reagieren zu können, wenn ich nicht am Freitag eine Verordnung mache. Faktum aber, meine Damen und Herren, ist, diese MPK ist überhaupt kein rechtssetzendes Organ. Da wird überhaupt kein Gesetz verabschiedet oder in Kraft gesetzt. Und all die Möglichkeiten, um die Winfried Kretschmann ringt, Geisterspiele im Fußball oder 2G+, im Gastronomiegewerbe, das konnte er immer. Diese Möglichkeit hatte er immer, das hat mit der MPK überhaupt nichts zu tun, sondern das Ganze macht deutlich, worum es eigentlich geht, nämlich um Symbolpolitik, um den Anschein zu erwecken, man handle, aber in der Realität wird eben überhaupt nichts erreicht und dort, wo er Maßnahmen beschließt, münden die in dem schon erwähnten Chaos. Und wenn es um Schuldige geht, dann werden diese Schuldigen bevorzugt bei der FDP gesucht. Die Partei, die den Rechtsstaat verteidigt. Die Partei, die die Verfassung verteidigt. Die Partei, die für Verhältnismäßigkeit im Kampf um Corona ist, die natürlich den Infektionsschutz sieht, die sich aber auch darum sorgt, wie ist es mit der Ausbildung der Kinder? Wie ist es mit dem Vereinsleben? Wie ist es mit Gastronomie und Handel und der Industrie? Wie ist es mit den Freiheitsrechten des Einzelnen? Und das wird dann von einem Winfried Kretschmann so nonchalant vom Tisch gewischt mit der Aussage, man müsse auch über nicht verhältnismäßige Maßnahmen diskutieren. Ja, was heißt denn das? Das heißt so viel wie, die Verfassung kann man beiseite drängen. Und wenn er erklärt, dieser ganze Hyperliberalismus, der gehöre auf den Prüfstand, dann ist das genau betrachtet ein Anschlag auf die liberale Demokratie und die Verfassungsordnung dieses Landes. Da will einer die parlamentarische Demokratie aushebeln und zu autoritären Strukturen zurückkehren. Winfried Kretschmann ist irgendwann mal gestartet in seiner Jugend bei Mao Zedong. Irgendwann ist er dann bei Hannah Arendt zwischengelandet und im Alter kommt er offensichtlich wieder zu Mao Zedong zurück. Das ist nicht das, was wir in Baden-Württemberg brauchen und das ist auch nicht das, was wir uns vorstellen als Rechtsordnung in der Pandemiebekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, dass es richtig ist, auf Hygiene und Abstand zu achten. Ich glaube, dass wir mehr als bisher noch FFP2-Masken einsetzen müssen. Ich glaube, dass es richtig ist, 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Personennahverkehr zu kontrollieren und durchzusetzen. Es ist auch richtig, einen gewissen Druck mit 2G auszuüben, auf Ungeimpfte sich impfen zu lassen. Und es ist, glaube ich, auch richtig, über 2G+, einschließlich einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die besonders vulnerablen Gruppen zu schützen. Das ist eine richtige Politik und diese Politik zeigt auch, dass die Impfquoten steigen und diese Politik zeigt auch, dass die vierte Welle, die Delta-Welle, zurückgedrängt werden konnte. In anderen Bereichen sieht diese Landesregierung nicht besser aus. Wenn wir uns den Bereich der Bildung und der Digitalisierung anschauen, im Bildungsbereich haben wir festgestellt, dass die Schulen auf Corona, auf Fernunterricht nicht vorbereitet gewesen sind. Wir haben festgestellt, dass es bei der Digitalisierung in Baden-Württemberg erhebliche Mängel gibt. Und wir haben festgestellt, dass das Niveau der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg seit Winfried Kretschmanns Amtsantritt immer weiter nachlässt. In den Rankings sinkt Baden-Württemberg mehr und mehr ab.
Und aus diesem Grund ist es notwendig, eine andere Bildungspolitik in Baden-Württemberg zu machen. Es ist notwendig, die Digitalisierung zu verbessern. Und es ist notwendig, auch das gegliederte Schulwesen, das über viele Jahrzehnte so erfolgreich in diesem Land funktioniert hat, zu verteidigen. Und deshalb ist es der falsche Ansatz, wenn die baden-württembergische Kultusministerin nun in ihrem Ministerium das Realschulreferat beispielsweise, das dafür zuständig ist, dass die Realschulen in diesem Land als wichtige Grundlage der beruflichen Bildung funktionieren, nun einem Gemeinschaftsschulreferat unterstellt werden soll. Das strategische Ziel ist klar. Die berufliche Bildung, die Realschule soll aufgehen in einer Gemeinschaftsschule, in einer Einheitsschule. Wir als Liberale sehen durchaus den Platz der Gemeinschaftsschule im Kanon der Schultypen des Landes Baden-Württemberg. Wir stellen das überhaupt nicht in Frage. Aber die Gemeinschaftsschule muss sich behaupten, die Gemeinschaftsschule muss ihre Leistungsfähigkeit nachweisen und die anderen Schultypen haben auch ihre Daseinsberechtigung. Nein, sie sind sogar notwendig, damit unser Bildungssystem weiterhin funktionieren kann. Auch im Verkehrsbereich zeigt diese Landesregierung ein außerordentlich bedenkliches Bild. Da gibt es Patentrezepte, um den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken. Wir als Liberale sind dafür, den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken. Aber wir sind nicht für neue Steuern. Wir sind nicht für eine Nahverkehrsabgabe, die so harmlos daherkommt, aber eigentlich die Kommunen und Kreise dazu zwingt, eine neue Steuer zu erheben. Um einen Busverkehr zu finanzieren im Flächenland Baden-Württemberg, der Zielvorstellung huldigt, jeder Ort im Land von morgens 5 bis Mitternacht im Halbstundentakt eine Busanbindung. Das wird nicht überall im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb funktionieren. Das ist auch nicht überall im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb sinnvoll. Und deshalb brauchen wir keine neuen Steuern, sondern wir brauchen eine intelligente Politik im Nahverkehrsbereich. Und vor allem brauchen wir auch keine Ausgrenzung des Autos. Wir brauchen nicht eine grüne Politik, unterstützt von der CDU, mit der Zielsetzung, die Leute sollen am Ende keine Autos mehr haben. Und deshalb ist es auch falsch, die Arbeitsplätze in der Automobil- und Zulieferindustrie in Baden-Württemberg, die vielfach noch am Verbrennungsmotor hängen, dadurch in Frage zu stellen, dass man sagt, wir wollen gänzlich weg vom Verbrennungsmotor. Ich bin dankbar, dass im Koalitionsvertrag der Ampel nicht steht, wir wollen den Verbrennungsmotor nicht mehr, sondern wir wollen den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, der von fossilen Kraftstoffen betrieben wird. Nicht der Verbrennungsmotor ist das Problem, sondern die Frage, was dieser Verbrennungsmotor dann verbrennt. Wir wollen ihn umweltfreundlich machen, diesen Verbrennungsmotor. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wir müssen ihn umweltfreundlich machen, wenn wir tatsächlich es ernst meinen mit dem Klimaschutz. Denn man kann mit dem heutigen Tag die Neuproduktion von Verbrennungsmotoren europaweit verbieten. Man wird doch dennoch hunderte Millionen von Fahrzeugen haben mit einer Restlaufzeit von 20, 30 Jahren. Will man erst in 20, 30 Jahren anfangen mit dem Klimaschutz oder wollen wir gleich anfangen und die Bestandsflotte mit synthetischen Kraftstoffen umweltfreundlich machen? Das sind Fragen, die die Grünen gerade in Baden-Württemberg, am Automobilstandort Baden-Württemberg, zu beantworten haben. Und da ist es auch kein Argument zu sagen, die Produktion sei teuer, die synthetischen Kraftstoffe seien teuer. Diejenigen, die jedes Jahr Milliarden an Subventionen für die batterieelektrische Mobilität zur Verfügung stellen, die habe ich noch nie sagen hören, es sei zu teuer. Sondern das ist offensichtlich die Verkehrswende wert. Da müssen die synthetischen Kraftstoffe die Verkehrswende auch wert sein. Und dasselbe gilt für die Energiewende. Es reicht eben nicht zu sagen, in Baden-Württemberg auf jedes Dach eine Solaranlage.
Es reicht nicht zu sagen, wir brauchen 2% der Landesfläche für Windräder. Wir werden die Energieautarkie in Baden-Württemberg nicht schaffen. Sage im Übrigen nicht ich, sondern der Vorstandsvorsitzende der ENBW. Bekanntlich nicht durch mich, sondern durch einen grünen Ministerpräsidenten berufen. Der sagt, wir brauchen Backup-Kapazitäten. Und Backup-Kapazitäten sind moderne, leistungsfähige Gaskraftwerke. Und deshalb ist es heuchlerisch, wenn Grüne einerseits einen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem Gas drinsteht, aber auf der anderen Seite nun nach Brüssel rufen und sagen, das geht gar nicht, dass bei dieser Taxonomie auch irgendetwas vom Gas drinstehen soll. So wird die Energiewende nicht gelingen. Die wird überhaupt nicht in Baden-Württemberg allein gelingen. Wir müssen weg von diesem Klimanationalismus. Wir brauchen europäische und globale Lösungen, sodass dort, wo es wirklich Sinn macht, massenhaft erneuerbare Energien gewonnen werden, die dann mit dem Mittel der Elektrolyse in grünen Wasserstoff umgewandelt und dorthin gebracht werden, wo man die Energie braucht. Übrigens auch dorthin, wo moderne Gaskraftwerke stehen, die man dann auf Wasserstoff umrüsten kann. Das ist eine vernünftige, kluge Energiewende und nicht Kretschmanns Klimanationalismus mit Solaranlagen auf jedem Dach und Windrädern in Schwarzwaldtälern, wo kein Wind weht. Sie sehen, meine Damen und Herren, auch im Jahr 2022 gibt es in der baden-württembergischen Landespolitik reichhaltige Herausforderungen. Die FDP-Fraktion, die Landespartei der FDP, wird diese Herausforderungen annehmen. Und wir sind auch jederzeit bereit, Verantwortung zu übernehmen, auch auf der Strecke, wenn dieser chaotischen Landesregierung die Luft ausgeht. Ihnen, Ihren Familien, Ihren Freunden ein frohes, glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022. Und ich hoffe sehr, dass wir uns am 6. Januar 2023 an dieser Stelle dann wieder persönlich treffen. Herzlichen Dank.